Servus Leute, was geht ab? Chris mit einem neuen Video hier und heute geht's um ein Thema, wo ich eigentlich immer wieder drüber rede und jetzt dachte ich mal, bringe ich das mal wieder auf den Tisch, damit wir einfach das mal wieder unsere Aufmerksamkeit drauf lenken. Bei mir sonst steht nicht so viel an, einfach ein ganz normaler Wochenstart. Gut gekocht, gut zu Mittag gegessen, gut gefrühstückt, Tischtennis gespielt. Ihr wisst ja, ich wohne jetzt in einem Haus mit zwei Kollegen zusammen in der Stuttgarter Region und es macht richtig Spaß. Am Wochenende bin ich in Innsbruck in Österreich, dann bin ich auf einer Hochzeit am Wochenende, dann das Wochenende drauf bin ich wieder in Dresden für mein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und so sind meine Tage, meine Wochen ziemlich vollgepackt. Heute sind neue Partner von mir im Haus, morgen kommen neue Partner angereist. Nächste Woche besucht mich ein Freund aus USA noch hier. Und von daher ist immer sehr viel am Start, aber ich mag das. Immer viel los, immer Bewegung, immer neue Menschen. Und ich mag es auch, wenn unser Haus voll ist. Danke für eure Abos, danke für eure Kommentare, danke für eure Likes, danke für eure Follows auf Instagram, Christian Holdenried, Facebook, Christian Holdenried. Verfolgt mich, abonniert mich, checkt meine Sachen ab und gebt mir ruhig ehrliches Feedback. Kritik und so weiter nehme ich gerne auf, solange es kein Hate ist und solange alles in Liebe passiert. Das heutige Thema, Leute, und das geht eben gezielt an die junge Generation, aber eben auch an die Leute, die jung geblieben sind im Kopf. Und das ist das Thema, es gibt einfach eine Zeit im Leben, wo es sich einfach lohnt, mal outside the box zu denken, mal was anderes zu machen. Und das ist immer, was ich zu meinen Leuten sage, guck mal her. Zum Beispiel zwischen 20 und 30 ist einfach eine wirklich spezielle Zeitspanne. Weil natürlich kommt jeder zu mir und sagt, Chris, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich kann nicht mehr machen, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Das ist das Riesenthema. Und dann denke ich mir so, wenn das ein Student zu mir sagt, dann muss ich echt in mich gehen und mal überlegen, scheiße. Also wenn ich als Student schon keine Zeit habe, wie soll das dann aussehen mit einem Job? Wie soll das aussehen mit Kindern? Wie soll das aussehen mit einer Beziehung? Ich meine, okay, und das ist genau das Thema, auf was ich heute raus will. Zwischen 20 und 30, meiner Meinung nach, ist genau das Window of Opportunity, wo ihr so viel ausprobieren solltet, wie ihr könnt, beruflich, privat, wie auch immer. Ihr solltet wirklich ausziehen daheim, das ist mein Riesentipp, raus daheim so schnell wie möglich, zieht in eine eigene Wohnung, geht mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Ausland, guckt euch die Welt mal an, lernt andere Kulturen kennen, lernt andere Menschen kennen, lernt, wie ihr mit neuen Menschen in Kontakt tretet, wie ihr Beziehungen aufbaut. Und das ist eben zwischen 20 und 30 oder zwischen 18 und 30 ist meiner Meinung nach dieses Fenster so groß, weil ihr keine großen Verpflichtungen habt. So wenig Verpflichtungen wie in der Zeit werdet ihr nie wieder haben, sage ich. Und deswegen ermutige ich euch alle wirklich auch mal rauszugehen, aus einer Komfortzone. Es läuft vielleicht gut, ihr habt einen guten Job, ihr seid im Verein tätig, ihr seid irgendwie, Samstagabend geht ihr einen saufen. Und ich ermutige euch wirklich, mal aus diesem Alltag auszubrechen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment keinen Sinn macht, und mal was Verrücktes zu tun. Wirklich mal was anderes zu machen und natürlich auch beruflich mit euren Interessen euch breiter aufzustellen. Okay, wenn ihr einen Job habt, ich sag mal, wenn ihr als Mechaniker arbeitet, wenn ihr als Kindergärtnerin arbeitet, wenn ihr als Krankenschwester arbeitet oder wenn ihr auch daheim seid und euer Kind betreut, ganz egal, ich ermutige euch, dass ihr wirklich mal was ganz anderes probiert. Es gibt so viele Sachen heutzutage, könnt ihr von daheim aus arbeiten, aber natürlich könnt ihr euch auch beruflich mal neu aufstellen. Und für die Menschen unter euch, für die Youngsters, die eben noch gar keine Verpflichtungen haben, wirklich die jetzt fertig sind im Studium und vielleicht sogar ein finanzielles Polster haben, ich würde euch sogar dazu ermutigen, dass ihr irgendwo ein Internship macht, irgendwo, wo ihr euch dafür interessiert, ein Thema, für das ihr brennt, ein Interesse, die ihr habt, dass ihr da zu jemandem geht, zu einem Geschäft, zum Unternehmer geht, der damit wirklich sein Leben bestreitet und dass ihr dem mal sagt, guck mal her, ich biete meine Zeit, meine Arbeitskraft umsonst für dich an, wenn ich bei dir arbeiten darf, wenn ich bei dir lernen darf. Und so könnt ihr euren Horizont erweitern und könnt in dem Thema, das ihr vermeintlich interessant findet, einfach was Neues dazulernen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, Chris, ich möchte noch was extra dazu verdienen, aber ich kann nicht. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr, ich möchte mich breiter aufstellen, ich kann nicht. Und dann sage ich, Leute, okay, ihr braucht ein Einkommen, das einfach eure Fixkosten trägt.
Und da bin ich ein riesen Fan davon, einfach eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben und dann aber, sag ich mal, von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr abends in den Job gehen, von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends in den Job gehen, dann vielleicht noch zwischen 18 und 19 Uhr mit eurer Freundin oder Freund Abendessen, kurz vielleicht noch ein bisschen quatschen und dann eben von 20 Uhr bis, sag ich mal, 24 Uhr nochmal für euren Traum, für euer Extra-Projekt, für eure Idee zu arbeiten oder sagen wir mal von 20 Uhr bis 1 Uhr, morgens wieder aufstehen um 6, um 7, okay? Das verstehe ich unter Extra-Meile, das verstehe ich unter dem Traumleben. Und das sage ich einfach, guck mal, dann müsst ihr einfach mal ein bisschen was anderes machen wie die anderen Menschen, wie die Masse. Weil nur wenn ihr mal ein bisschen einen anderen Weg geht, kommt ihr vielleicht auch bei einer anderen Destination an. Und das ist eben das Thema, was ich heute mit euch besprechen wollte. Genauso nochmal vielleicht, um das Thema abzurunden, da draußen gibt es auch Leute, die sind jetzt 50, die sind jetzt 60, die sind jetzt 70, die sind vielleicht schon in der Rente. Und früher war es halt so, okay, in der Rente, da warst du quasi, da war es vorbei, okay, da hast du vielleicht noch donnerstags bis ins Hallenbad gegangen zum Entspannen und hast deinen Garten gepflegt und hast dich vielleicht ums Haus gekümmert. Aber heutzutage, Leute, da sind wir noch so fit in dem Alter. Ich sag mal, mit 50 steht euer halbes Leben noch bevor. Mit Medizin, mit guter Ernährung. Es bleibt ihr locker bis 100, 120 fit heutzutage. Das heißt, resigniert nicht mit 50, 60, sondern startet genauso wie der 20-Jährige, wie der 25-Jährige, die neuen Projekte. Startet genau das, wofür ihr immer schon gebrannt habt und gebt euch die Erlaubnis, dass ihr eben auch in fortgeschrittenem Alter nochmal wirklich jung sein dürft, nochmal was Neues anfangen dürft. Und das ist so wichtig. Ich glaube, das ist auch die Key-Essenz, um dann im höheren Alter jung zu bleiben. Und dann könnt ihr eure Träume sogar noch quasi mit 50, 60, 70 verwirklichen. Und da glaube ich ganz fest dran und dafür möchte ich euch ermutigen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen geilen Tag, eine geile Woche. Ihr seht geil, so wie ihr seid. Und jetzt lasst uns durchstarten. Bis dann, euer Chris. Ciao, ciao.